Dann guck mal, was das Journal hergibt. Wir haben jetzt hier... Ach, guck mal, wir hatten... Das sind wieder so eine übergreifenden Questen hier, ne? Harte Landung haben wir durch. Der Königsmörder. Siehst du, das zieht sich nämlich hier durch. Ich glaube, das wird dann automatisch hier... Obwohl, nein. Bei Flotsam stieß der Hexer ein weiteres Mal auf Folters Mörder. Der Kerl befand sich in der Gesellschaft Jorwitz, des Anführers der Skoyatel. Das konnte kein Zufall sein und in der Tat stellte sich später heraus, dass das Treffen inszeniert war. Nun schwante dem Hexer, dass der Weg zum Königsmörder über den Anführer der Skoyatel führte. So, das ist das, was gerade aktiv ist. Ein unmoralisches Angebot. Das ist Hauptquest, ne? Dem Henker in die Parade gefahren. Achso, geh in die Schenke und sprich mal dein... Ja klar, na klar. Ist doch nicht die Hauptquest. Mein Fehler. Dann gehen wir erstmal die Kneipe. Aushänge. Ui. Könnten interessant sein. Ja. Angesichts der Bestialität und der Unverfrorenheit jener Geschöpfe, die Endriaren genannt werden, hat sich Kommandant Bernard Loredo entschlossen, einen Preis für die Ausmerzung jener Geschöpfe auszusetzen. Jener Mutige, der diese Plage ein für alle Mal beseitigt, empfängt aus der Hand von Ludwig Merse ein Preisgeld und wird in der Stadtchronik als verdient für Flotsam eingetragen. Ja. Auftrag zur Tötung der Neckar. Allen kund, um zu wissen, dass Kommandant Bernard Loredo einen wohlbemessenen Preis für die Auslöschung der Neckar in der Umgebung der Garnison ausgelockt hat. Die Ungeheuer sollen ein für alle Mal ausgelöscht werden. Der Mutige, der sich diese Aufgabe annimmt und sie erfolgreich ausführt, wird belohnt. Okay, das ist okay. Bekanntmachung über Dimitris Begnadigung. Allen sei bekannt, um zu wissen, der Bandit Dimitri hat Reue gezeigt und um Vergebung seiner schrecklichen Taten gefleht. Ne? Okay. Kommandant Loredo, bekannt für seine Milde, haben wir gesehen, hat ihm seine Schuld erlassen und Dimitri wieder in den Schoß der Gesellschaft aufgenommen. Hiermit sind alle Steckbriefe und Belohnung. Okay, nehme ich mal mit. Auftrag zur Tötung des Trolls. Aha, ein Brückentroll wahrscheinlich, ne? Gesucht wird ein Mutiger, der den degenerierten Troll tötet, der sich bei der zerstörten Brücke an der Grenze zu Erdirn herumtreibt. Die Bestie kann auf jede erdenkliche Weise unschädlich gemacht werden, Hauptsache wirksam. Okay. Eine Belohnungssteuer bereits abgezogen. Na, das ist ja gut. Ey, stell dir mal vor, wir müssen dir noch die Steuererklärung machen. Ha. So. Hast du Unterholz im Haar? Ponterschlamm am Kinne gar? Geh zum Barbier, da hilft man dir. Oder gehen wir hin? Warte mal, ist das denn... Flotsam hat eine Armee. Hexer brauchen wir nicht. Ach so? Okay, Truman Show. Guck mal. Ja. Das Hauptmann Truman. So, ich glaube, wir müssen hier rein, ne? Hallo. Da sitzen sie. Und du bist? Ich will hier keine Raufereien. Ist das klar? Ja. Ich behalte dich im Auge. Warum? Alter Käse. Och, lecker. Apfel. Steht nicht umsonst Gerümpel. Ist klar. Toll. Wen haben wir hier? Ich halt's hier nicht mehr aus. Dann geh doch raus. Ach, hat doch alles keinen Sinn. Ja, eben. Donner, wohin man schaut. Kaffa. Hat jemand was gesagt oder war das ein Furz? Was? Siehst recht stark aus. Messen wir uns? Oh, das habe ich noch nicht gemacht. Doch, haben wir schon gemacht, ne? Wow. Ich muss gucken, dass ich den im Dings hier drin behalte. Jawohl. Du bist zu stark für mich. Oh. Da hast du deinen Gewinn. Versuch's mal gegen den dürren Albert. Der ist stärker als du, oder was, der dünne Albert? Dürre. Mit mir wirst du nicht so leicht fertig. Dürre Albert. Komm, zeig's mir. Mann, bist du stark. Mann, bist du stark. Versuch's mal gegen den fetten Mattes. Den fetten Mattes. Der fette Mattes ist eher da, okay. Ey, fetter Mattes, komm mal her. Komm mal her.
bist ein kräftiger Kerl. Aber ich bin auch kein Hänfling. Versuchen wir's. Okay. Ja, komm, du Schaster. Seht ihr, was ich sehe? Nee. Bei den gigantischen Eiern des Veopatis hast du Kraft. Hier, dein Gewinn. Da gibt's noch einen. Den konnte bislang keiner bezwingen. Wer ist das? Bart Schute. Du findest ihn im Dorf. Okay. Der Hexer schlägt sie alle. Wer bist du denn hier? Grüß dich. Ein bisschen nervös bist du, hä? Ich lasse dir schon Platz, komm. Komm, los. Seht ihr, was ich sehe? Na komm. Hat Roche ihm gepennt oder was? Okay, Triss. Wie lebt es sich mit den Soldaten Roches? Toll. Ich kenne so ziemlich alle Fäkalwitze der Welt und weiß nun, dass man den offiziellen Titel des Kaisers rülpsen kann, ohne vorher Bier getrunken zu haben. Außerdem weiß ich, dass der Kurze 16 Kinder hat. Und alle tragen die Namen temerischer Divisionen. Sein Spitzname rührt übrigens nicht von seinem Geschlechtsteil her. Aber nett, dass du dich um mich sorgst. Deine Stimmung scheint ja prima zu sein. Ich mag sie irgendwie. Es sind gute Menschen. Einer hat mir sogar einen Antrag gemacht. Wer ist der Wagemutige? Das behalte ich für mich. Oh, warum? Ich dachte, dass Roches Jungs wenigstens ein klein wenig Respekt vor mir hätten. Das Pogrom in Riva. Ich weiß wieder alles. Der Pöbel, abgeschlachtete Anderlinge. Ein Junge mit einer Mistgabel. An was erinnerst du dich noch? An den Tod. Oder einen ähnlichen Zustand. Ich weiß nicht genau. Ich spürte, wie mein Leben entweicht. Ach, ich war dort. Nur einen Augenblick danach. Zu spät. Ach, das sind nur Erinnerungen. Wir haben jetzt ganz andere Sorgen. Ist erst mein Gedächtnis zurück, finde ich Antworten auf viele Fragen, die die Gegenwart betreffen. Das spüre ich. Ah, der Synchronsprecher ist gut, oder? Allgemein sind hier die Sprecher wirklich gut. Im Vergleich zum ersten Teil ist das hier ein Aufstieg ohne Ende. Ach, Tod und Teufel, das war aber dicht am Leder. Heda, Wirt, bring Schnaps! Triss Merigold, da sollen mich doch die Läuse beißen. Du siehst bezaubernd aus. Vielleicht ein bisschen blass? Zaubern kann anstrengend sein, aber ich bin bald wieder in Form. Schön, dich zu sehen, Zottelbart. Erzählt ihr uns mal, was hier los ist. Ihr wolltet doch vor einem Monat zu Sultans Hochzeit gefahren sein. Was macht ihr hier? Ist alles den Bach runtergegangen. Vergiss die Hochzeit. Habt ihr von Foltest gehört? Gerüchte reisen schneller als der Wind. Ich würde gern die Wahrheit erfahren. Winde und Gerüchte interessieren mich nicht. Wie ist Foltest gestorben? War der wirklich ein Drache? Wer regiert in Temerien? Luft holen, Rittersporn, du verschluckst dich noch. Was ist passiert? Die Breckenricks haben die Verlobung gelöst. Irgendein Krummschwanz hat herumgetratscht, dass ich mich dem Aufstand in Wysima angeschlossen habe. Mein beinahe Schwiegervater duldet keinen Aufrührer, Banausen und Dämlack in der Familie. Wirt, wo bleibt der Schnaps? Eins nach dem anderen. Eine Woche nach dem Tod des Großmeisters kamen wir nach Mahakam. Wir kauften eine tolle Doublette für Sultan, dazu Schuhe von Giribuldi. Für Eudora einen faustgroßen Jadeit. Wir haben uns verausgabt bis auf den letzten Oren. Und Rittersporn hat mir im Etablissement Enge Pforte noch einen Junggesellenabschied ausgerichtet. Tags darauf waren wir bei den Breckenricks, plauderten ein Weilchen mit ihnen über die Überlegenheit der Bergwerkskunst von Mahakam. Dann ging's zu Tisch. Als ich schon glaubte, alle Geheimnisse des Montanwesens zu kennen, wurde die Suppe aufgetragen. Da wurde es mucksmäuschenstill und der alte Breckenrick sagte: Ein echter Zwerg arbeitet im Bergwerk und jagt nicht dem Kriegsruhm hinterher. Du wirst es nicht glauben, Geralt. Sie haben ihm Schwarzsauer serviert. Pechschwarz. Sie müssen es mit Kohl gekocht haben.
Nun lasst uns essen, fügte er noch hinzu. Dann schlürfte er einen ganzen Teller von diesem Schweinefraß leer. Dieser alte Schafsbock soll sein Bergwerk doch über ihm zusammenbrechen. Wer das nicht kennt, ich denke mal, das ist Schwarzsauer, ist das, was ich kenne. Ich habe es nie gegessen, ich kenne es nur. Und zwar Schwarzsauer ist alles das, was beim Schlachten übrig geblieben ist, vorrangig Blut, was aufgekocht wird mit allem drum und dran. Und deswegen ist Schwarzsauer, weil es so kräftig dunkelrot ins Schwarze danach geht. Also da ist wirklich alles drin. Ich weiß, dass mein Stiefvater das als Kind bzw. Jugendlicher gegessen hat oder beziehungsweise heutzutage kein Problem damit hatte oder hätte. Und mein Großvater väterlicherseits auch. Meine Mutter hat sich davor geekelt, berechtigterweise. Das ist aber dieses typische, ohne es jetzt zu verteidigen, das typische Landleben. Man hatte seinen Hof, die Tiere und alles, was beim Schlachten dann nachher irgendwie verarbeitet wurde, es wird alles verarbeitet. Bis zum letzten Tropfen. Und das letzte ist halt wirklich Schwarzsauer. Und ist absolut eklig. Genau, es ist eklig. Aber stellenweise haut man da wirklich noch alles andere rein, was nicht anderweitig verarbeitet werden konnte. Und da wird es halt noch mit den restlichen Knochen vielleicht nochmal aufgekocht, damit das auch wirklich alles noch vom Knochen dann abgelöst ist und. Also mein Stiefopa, wie gesagt, väterlicherseits, der, gut, die haben auch eine schwierige Zeit durchgemacht, ne? Die haben teilweise noch Krieg miterlebt gehabt und wie man wirklich alles irgendwo nahrungsmäßig nutzbar machen musste, so wie es auch früher schon war. Aber man muss nicht wirklich die Knochen noch auszutschen und auslutschen oder irgendwelche Karpfenköppe und oh. Das sind dann so eine Momente gewesen, du sitzt dann da und denkst dir gleich, überlegst dir das nochmal dreimal, was du gerade gegessen hast, ne? Und bloß raus. Aber nun gut. Loredo sagt, du hältst es mit den Skoyatel. Stimmt das? Definitiv, Catalina. Du kennst mich doch, Geralt. Ich habe in meinem Leben schon dies und das getan. Aber ein Bandit bin ich nicht. Die Skoyatel halten sich auch nicht für Banditen, wie wir wissen. Aber ich bin kein Skoyatel. Seit wann arbeitest du für Roche? Als du Temerien vor dem Großmeister und seinen Mutanten gerettet hast, hat dir das niemand vorgeworfen. Ich mache dir keinen Vorwurf, ich frage nur. Du kannst tun, was du willst, bist ja erwachsen. Jetzt übertreibst du aber. Lacht nur, lacht. Ich habe beschlossen, etwas Nützliches zu tun. Früher hast du für Redanien spioniert, jetzt tust du es für Temerien. Manche würden dich einen Verräter nennen. Von der Poesie allein kann man nicht leben. Ich bin ein Weltbürger. Solange ich nicht Kaiser M hier diene, tue ich nichts Unrechtes. Komm schon, Geralt. Der spioniert ein bisschen herum, bis es ihn langweilt. Du kennst ihn doch. Ja, wie gesagt, es ist auch Blutwurst oder sowas, das hat nichts auf meinen Teller zu suchen. Nee, war ja auch nicht schlecht. Es ist ja so, das ist ja auch, wenn man es ganz stark übertreiben, ne, ist es ja auch eine Art Würdigung des Lebens und das, was man, also von dem Tier oder das ehemalige, was man halt bekommen hat, dass man alles vom Leder, vom Fell, von der Wolle, vom Fleisch, ne, und allem drum dran weiterverwendet hat und wiederverwendet hat, weil es ist, So abstrakt es jetzt klingen mag, es ist nichts schlimmer, als wenn ich dann irgendwas habe, ne, und davon nur einen Bruchteil davon verwende. Ja. Genau, Schwarzsauer stinkt. Richtig, das ist wirklich das ausgelassene Blut, zum Beispiel beim Schlachten, was danach aufgekocht wird. Genau, Knochen wird ja dann Seife, ne? Zum Beispiel. Oder was war es noch? Gelatine. Der Drache. Tja, der ist dort eben aufgetaucht. Mehr weiß ich auch nicht. Wo hatten die Lavalettes den denn plötzlich her? Er soll ja groß wie eine Scheune gewesen sein und für sie gekämpft haben. Drachen sind nicht für politische Parteinamen bekannt. Vermutlich hatte er einfach nur sein Gelege in der Nähe. Hättest du ihn nicht vertrieben, hätte Foltest die Burg nicht erobern können.
Möglich, aber das ist Spekulation. Siehst du, du wusstest nicht mit den Korsettstangen, aber irgendwas Stabiles brauchte man ja, was zumindest dehnbar war, ne, durch das Zusammenziehen, aber trotzdem stabil genug. Also wahrscheinlich dann vorrangig Brustkorbknochen, ne? Triss, erzähl, wer jetzt regiert. In solchen Sachen bist du Expertin. Das Land stürzt in immer größeres Chaos. Die alten Geschlechter haben einen erbarmungslosen Machtkampf angezettelt. Klingt nach Baron Kimbold und Graf Maravell. Die auch. Nach dem Mord, als Geralt im Gefängnis saß, trafen sich die Mächtigen bei der Burg der Lavalettes, um einen neuen Herrscher zu küren. Es dauerte 3 Tage. Sah eher nach Jahrmarkt aus als nach einer aristokratischen Beratung. Dieses Geschacher mit Ämtern, Posten, Einfluss und Privilegien. Menschen eben. Es gab einige Duelle, ein paar Vergiftungen, aber keinen neuen König. Stattdessen um ein Haar einen Bürgerkrieg. Was war mit den Zauberern? Eben, wo waren die grauen Eminenzen dieser Welt, als sie gebraucht wurden? Ach, sollten sie richtig cool waren aus. Nicht eingeladen. Ich übrigens auch nicht. Aber die Zauberer, besser gesagt einige einflussreiche Zauberinnen hinter den Kulissen, wussten die Krönung von Graf Kimbold zu verhindern. Ich habe mal an seinem Hof gesungen. Er hat nicht bezahlt und den reinsten Schweinefraß aufgetischt. Wenn der König wird, verdufte ich aus Temerien. War's wie immer oder ist was dabei rausgekommen? Es war wie immer. Die einzige Hoffnung ist Johann Natalis. Der Sieger von Brenner, Foltests Vertrauter. Mhm. Während der Beratungen war er ein paar Tagesreisen von der Burg entfernt, mit 2000 Mann unter Waffen. Er soll den Frieden garantieren, bis ein akzeptabler Monarch gefunden ist. Das Herrschen könnte ihm gefallen. Glaub ich nicht. Natalis ist Soldat. Er hat weder das Zeug zum Herrscher, noch will er einer sein. Aber er hat die Armee hinter sich. Richtig. Darum ist er imstande, Frieden zu garantieren. Einen bröckligen zwar, aber immer noch besser als Bürgerkrieg. Außerdem ist er enorm verschuldet bei der Zwergenbank, deren Haupteignerin Philippa Eilhardt ist. Ach. Eine Zauberin. Schluss jetzt mit Politik. Der Mörder hatte im Turm auf Foltest gewartet, wo die Lavalettes die Kinder versteckt hatten. Er wusste gut Bescheid. Was hast du denn dort gemacht? Ich sollte den König beschützen. Seit dem ersten Anschlag hat Foltest mich als seinen Talisman betrachtet. Er befahl mich für die Schlacht an seine Seite. Dann trennte der Drache uns von der Armee. Der Königsmörder war als blinder Mönch verkleidet. Er ließ den König die Kinder begrüßen, wartete, bis ich mich ein Stück entfernt hatte und schnitt ihm dann den Hals von einem Ohr zum anderen durch. Wie konnte er entkommen? Er sprang aus dem Fenster in den Fluss, wo Jorvet Skojatel auf ihn warteten. Alles durchdacht und vorbereitet. Und deshalb verfolgst du ihn? Weil er den König getötet hat? Man hat mich dieses Mordes bezichtigt. Von dem Verdacht muss ich mich reinwaschen. Und ich habe ihm in die Augen gesehen, bevor er floh. Er war ein Hexer. Dann erschienen die tapferen temerischen Soldaten. Ich bekam eins übergezogen und verlor das Bewusstsein. Leute, rette sich, wer kann! Das Ungeheuer greift an! Wir sollten besser gehen. Da wirft jemand Zauber. Oh, oh. Oh! Was bist denn du eigentlich für eine Zauberin? Hörst du nicht? Warum hast du ihm nicht geholfen? Er lebt doch. Das Ungeheuer will ihn mit sich reißen und du glotzt wie die Kuh vorm neuen Tor. Hüte deine Zunge. Also, wo ist dieses Ungeheuer? Frag die da. Geralt. Schon klar. Wir haben uns gekannt. Na prima. Gleich und gleich gesellt sich gern. Sagen wir, ich habe schon von dir gehört. Hexer, das Ungeheuer hätte Sosek um ein Haar auf den Grund gezogen. Willst du hier herumflirten?
Du störst so sehr glimm noch. Ich bin unentschlossen. Sosek lebt und geht jetzt auch bestimmt nicht mehr unter. Vom Ungeheuer keine Spur. Nimm uns gefälligst ernst, oder es gibt bald von dir keine Spur mehr. Oh. Nee, ich mach dich böse hier. Was ist denn passiert? Ich kam nach Flotsam, um den Kairan zu töten. Den Kairan? Das Ungeheuer, das den Hafen blockiert. Wir hatten soeben das Glück, ihn in seiner ganzen Schönheit zu bewundern. Aber die Leute haben ihn verschreckt. Glück? Hörst du, Sosek? Du hattest Glück. Und wie kommt das Ungeheuer plötzlich in den Hafen? Vielleicht hat es die Hexe herbeigerufen. Um es in seiner ganzen Schönheit zu bewundern? Sosek sieht nicht gerade rosig aus. Schafft ihn hier weg. Allerdings, wir haben genug geplappert. Los, Jungs, bewegt euch. Was denn? Ich denke, wir kloppen uns jetzt. Schnauze, wir gehen. Nicht mehr kloppen hier. Verzeihung, wenn ich störe. Ich bin Ludwig Merse, Flotsams Zuständiger für Monsterprobleme. Meise, nicht Merse. Ich wüsste gern, ob die Herrschaften sich vielleicht des Kairans annehmen würden. Einer scheußlichen Bestie im Fluss, die den kompletten Handel lahmlegt. Der klingt genauso nasal wie ich gerade. Üblicherweise arbeite ich allein. Aber ich war zuerst hier und trete diesen Auftrag nicht an dich ab. Also hopp oder top, wie die Leute hier sagen. Oh, der genervte also Blick gut, jetzt. Ich mach mit. Wegen der Belohnung. Bitte handelt sie mit den Kaufleuten bei den Docks aus. Die Herrin de Tankerville hat wohl schon erste Verhandlungen geführt. In der Tat. Dann will ich nicht weiter stören. Vor allem das Tintenfass vorne. Das ist ja putzig. Triss, wie lange soll ich denn noch warten, bis du mich vorstellst? Sheila de Tankerville, Beraterin der Königin Suleika von Kovir. Suleika? Kovir liegt weit im Norden. Das stimmt. Ich hatte meine Zweifel, ob dieser Kairan eine solche Reise wert wäre. Aber nach dem heutigen Auftritt bin ich überzeugt davon. Suchst du hier Ingredienzen? Triss Marigold, scharfsinnig wie immer. Ihr dachtet an... Trollaugen, Ghoulgift, Jungfernblut... Alles grässliche Wundermittel, die man von aussterbenden Gattungen extrahiert. Wir werfen sie zum Sabbat in den Kessel. Stimmt's, Triss? Absolut. Jungfrauen sind eine aussterbende Gattung. Immer noch einen Witz wie ein Rasiermesser. Aber Scherz beiseite. Hast du diesen Tentakel gesehen? Was hältst du davon? Das Vieh muss riesig sein. Bestimmt hat es in einem Zufluss des Ponta gehaust. Jetzt ist es ausgewachsen und braucht neue Jagdgründe. Da freut es sich über ganze Barken voll fetter Kaufleute. Cedric sagt, der Kairan sei vor etwa einem Monat aus den nördlichen Sümpfen gekommen. Cedric? Ein Elf und ehemaliger Skoyatel. Seltsamer Kauz, aber er weiß allerhand über die Gegend und das, was darin so lebt. Ich muss mich umschauen und ein paar Dinge in Erfahrung bringen. Hexernachforschungen? Geheime Rituale? Mehr oder weniger. Ich rede mit den Kaufleuten über die Belohnung, besuche Cedric und melde mich dann. Du findest mich im Wirtshaus. Dort habe ich im ersten Stock Quartier bezogen. Dort ist ein Bordell. Danke für die Warnung. Okay, erkunde, was am Kai passiert ist. Was haben wir denn jetzt eigentlich für eine Quest? Ach du Gott, warum ist das schon wieder so viel? Zauberin tun nichts aus Freundlichkeit. Sie haben ja auch Herzen aus Stein. Shiala stellte kategorisch fest, dass sie keinen Finger rühren würde, solange der Preis für die Monsterjagd nicht festgesetzt sei. Das war nicht die Herangehensweise des Hexers, aber weil er es überaus hilfreich sein kann, wenn eine Zauberin den Finger rührt. Gerade bei der Jagd nach Riesenmonstern handelt unser Held mit den Kaufleuten am Kai einen Preis aus. Königsborder haben wir ja, aber schlägt sie alle. Das ist die. Probleme mit dem Troll, das werden die nehmen. Hier ist der Kairan. Und das Monster aus Flotsam. Die Bestie sollte am Hafen jemand angegriffen haben. Und Geralt, ganz Monsterjäger, sah nach, was passiert war. Tatsächlich, das Opfer des Monsters lag auf der Mole und eine Gruppe von Gaffern kommentierte die ganze Situation. Unter den Anwesenden befand sich die Zauberin Sheala de Tankerville. Geralt kam mit ihr ins Gespräch und sie schlug vor, der Bestie gemeinsam nachzustellen. Zuerst musste man herausfinden, mit was für ein Monster man es zu tun hatte. Der Elf Cedric wusste am meisten über das wilde Umland Bescheid. Okay. Guck
gucken erstmal hier. Meine Mutter sagte immer, mach eine Lehre. Wo kommt die denn her? So. Dann wird aus dir was Anständiges. Da lob ich mir doch das Wanderleben. Man lernt Leute kennen, man haut Leuten aufs Maul. Sag bloß, dir gefällt es hier. Nein, das hier ist ein Dreckloch. Aber dafür gibt's viele Mäuler zum Draufhauen. Die Dialoge. Hat jemand was gesagt oder war das ein Furz? Sheila? Okay. Ich kenne Sheila. Das war die Schwester von He-Man, ne? Wer seid ihr hier? Ich lach mich tot. Hey, Silbermähne. Was hat dich denn ergrauen lassen? Ha! Was haben wir denn hier noch Hübsches? Bist du gerade frei? Nee, du. Ich hab einen Geisterkunden. Ja, hallo? Guten Tag. Guten Tag. Psst, Weißkopf. Ich hab einen Vorschlag für dich. Wir nehmen. Wenzel Pack. Sei gegrüßt, Weißkopf. Ich suche nach einer bestimmten Rezeptur und du könntest mir dabei helfen. Ich bin kein Kräuterkundler. Ich weiß, wer du bist. Ich sag's direkt. Du bekommst ein stattliches Säckel Orins dafür. Ja, und wofür? Klingt nicht schlecht. Was müsste ich denn tun? Ein Ladenbesitzer hat die Rezeptur, die ich will. Warum gehst du da nicht einfach zu ihm? Er handelt mit Räucherwerk. Eins davon ist sehr begehrt. Ich glaube aber, dass es sehr schädlich ist und brauche die Rezeptur, um das zu beweisen. Das ist dem Lumpen klar. Entsprechend bewacht er sie. Du als Hexer kennst ja einige Kniffe. Ich werde sehen, was sich machen lässt. Menzelpack. Haben wir nicht, ne? Nee, haben wir nicht. Schade. Ich hätte schon gern gewusst, wer er ist. Sei gegrüßt. Wozu die Schlepperei, wenn der Hafen blockiert ist? Nur zur Übung. Mach schon. Wir brechen auf, sobald der Hexer das Monster erledigt hat. Was willst du? Offenbar habt ihr ein Problem. Eins? Die Wege sind unpassierbar, die Wälder voller Banditen, den Hafen blockiert ein Wassermonster und jetzt wollen sie noch die Maut erhöhen. Gegen die Maut kann ich nichts machen, aber vielleicht gegen das Wassermonster. Hat die Zauberin auch gesagt. Kein Ergebnis. Sie hat mir eine Zusammenarbeit vorgeschlagen. Und wer soll das bezahlen? Darüber verhandeln wir jetzt. Die Zauberin meinte, sie wird's allein schaffen. Wir haben ihr eine faire Belohnung geboten. Die könnt ihr euch ja teilen. Jetzt arbeiten wir zu zweit. Unser Lohn sollte also doppelt so hoch ausfallen. Netter Scherz. Du bezahlst uns doppelt so viel, was du Herrin Tankerville versprochen hast, denn so viel ist der Auftrag wert. Gut, tja, dann von mir aus. Fachkräfte wie euch darf man sich ruhig was kosten lassen. Genau so sehe ich das. Abgemacht. Jetzt erzähl mir, was du über das Ungeheuer weißt. Du bist doch der Hexer zum Kuckuck. Ich kenn mich da nicht aus. Wer kennt sich denn aus? Dieser verschrobene Elf Cedric vielleicht. Angeblich weiß der eine Menge über Bestien. Wo finde ich den? Im Dorf, nicht weit von der Mauer. Und jetzt lasst mich in Frieden. Wirklich? Augen das ist wie da. Eine Katze. Mit Missgeburten rede ich nicht. Warte. Hau ab, sonst rufe ich die Wachen. Fürst. So, was haben wir denn hier? 14 bis 21. Hm.
Jetzt wäre es schön, wenn man sehen könnte. Ach so, das Sortieren. Diamantstaub. Oh, das ist ja schon teuer, oder? Boah, 176. Der Eintopf dürfte fertig sein. Stör den Künstler nicht beim Schaffen, Weib. Rühr wenigstens um. Man merkt gleich, dass du keine Ahnung hast. Na, man lässt anbrennen, nicht umrühren. So, warte mal, Müssen wir? Die Quest haben wir doch eigentlich jetzt erledigt hier, oder? Nee, ist eigentlich nicht erledigt, ne? Ach so. Kein Danke, keinen guten Appetit. Na, pack. In den Hintern kneifen, aber kein Trinkgeld geben. Dein Benehmen ist das Saubande. Wo müssen wir denn hin? Warte mal, wir werden mal die andere Quest hier auswählen. Da. Kann man hier durch? Ah! Hey, Hexer! Ja? Bist du Geralt von Riva, Herr? Ja, höchstpersönlich. Wer will das wissen? Ich danke dir für das, was du vor der Burg der Lavalettes getan hast. Du hast meine Familie gerettet. Bitte nimm diese kleine Gabe an. Ah, okay, aber... Ich kann das nicht annehmen. Aber... Grüß mir deine Familie. Wehe den Besiegten. Ist das jetzt, Moment mal. Wenn der Hexerüberraschung erlebt, dann sind es selten gute. Geralt staunte daher umso mehr, als er in Flotsam die Familie traf, die er vor der Soldateska auf der Burg der Lavalettes gerettet hatte. Er nahm ihren Dank an, doch nicht ihr Geld, und behielt sie in guter Erinnerung. Okay, ich dachte schon, negativ abgeschlossen hier. Wer ist das hier? Hallo? Bist du der Hexer? Der bin ich. Dann musst du etwas gegen dieses böse Treiben unternehmen. Welches? Dieser Strolch verkauft ungestraft Gift in seinem Laden. Ich dachte, er verkauft Räucherwerk. So nennt er es. Aber die Leute werden süchtig danach und verlieren den Verstand. Wie bei Fistich. Du musst unbedingt erreichen, dass der Laden geschlossen wird. Wenn du das schaffst, werden die Einwohner von Flotsam dich reichlich belohnen. Ich rede mal mit dem Händler. Willkommen in meinem bescheidenen Laden. Verkaufst du Drogen? Ich brauche die Rezeptur für eines deiner Räuchermittel. Ich habe hier gut 200. Es ist das, was sich am besten verkauft. Mir ist ein saftiger Preis für die Rezeptur deiner Mischung geboten worden. Angeblich ist sie schädlich. Unsinn. Bisher hat sich noch kein Kunde beklagt. Und meine Rezeptur verrate ich niemandem. Ich könnte dir die Rezeptur einer ähnlichen Duftmischung geben. Dann bekommst du deine Belohnung und ich behalte mein Geheimnis. Ich zähle jetzt bis 5. Wenn ich dann nicht die echte Rezeptur habe, machst du Bekanntschaft mit einem der Freunde auf meinem Rücken. 1, 2... Warte, vielleicht werden wir uns ja einig. 3... Ja doch, ich geb sie dir. Da hast du sie. Bist du nun zufrieden? Echtes Rezept. Okay, wir haben das Richtige bekommen. Es steht im Inventar so drin. Es heißt, eine deiner Räuchermischungen sei eine starke Droge. Eine Droge? Bei mir?
So einen Blödsinn habe ich ja noch nie gehört. Eine gewisse Dame sagte, es wirkt wie Fistech. Wer weiß, was auf die Dame sonst noch wie Fistech wirkt. Ich weiß, dass etwas daran nicht normal ist. Ja, da hast du recht. Ich stelle seit Jahren Räuchermischungen zusammen. Das war doch einfach nur ein Duft. Wie kann ich ahnen, dass die Leute anfangen, sich damit zu vergiften? Außerdem, ich kann es ihnen ja nicht verbieten. Ich glaube dir. Aber trotzdem, ne? Oh mein, ist in der Kiste was drin? Nein. Ich sehe, du hast nicht dafür gesorgt, dass der Laden geschlossen wird. Deinetwegen werden immer mehr Leute süchtig nach diesem Dreck. Ich zwinge doch keinen, Räucherwerk zu kaufen. Möchte wissen, ob du auch so reden würdest, wenn dein Kind damit anfangen würde. Verschwinde! So haben wir aber nicht gewettet. Wo muss ich denn jetzt eigentlich hin wegen der Quest? Ach so, doch, warte mal. Rezept, na klar. Bist du gerade frei? Dreiste Unterstellung. Der versucht's aber auch immer wieder, der Typ. Und? Hast du die Rezeptur? Hab ich. Zeig her. Da hast du die Rezeptur. Sehr gut. Bevor du dein Geld bekommst, muss ich im Labor prüfen, ob es auch die echte ist. Verdenk mir meine Vorsicht nicht. Tu ich nicht. Gib mir nur die Rezeptur zurück. Also schön. Dann gehen wir eben gemeinsam. Ich warte am Markt neben dem Eingangstor auf dich. Bist du gerade frei? Verzieh dich endlich. Der probiert's immer wieder. So, Markt. Wo ist er? Was gibt es Neues, meine Liebe? Was macht der Haushalt? Tagsüber plärren die Belger, nachts stöhnt der Alte. Und wie ist das Landleben? War es eine gute Idee, nach Edirn zu heiraten? Wo die Liebe hinfällt. Du bist so jung und naiv. Binnen eines Jahres kommst du heulend zurück. Da kommt der Hexer. Ob er einverstanden wäre? Weiß nicht. Können wir ihn denn einfach so fragen? Sieh ihn dir an. Er wäre genau der Richtige dafür. Ha! Guten Tag, hast du kurz Zeit? Siehst du, mein Kollege und ich, wir haben eine alchemische Substanz entwickelt, die wir in Vysima in einem Laboratorium testen wollten. Aber da hier ein Hexer weilt, dachten wir, ob du vielleicht so freundlich wärst, sie gleich in der Praxis auszuprobieren. Aha. In ein oder zwei Jahren könntest du uns in der Hauptstadt besuchen. Wir untersuchen dich und zahlen dir einen üppigen Lohn. Es geht um die langfristige Wirkung der Substanz. Mehr dürfen wir nicht verraten. Machst du mit? Warum nicht? Wunderbar. Ausgezeichnet. Wenn du noch ein Tagebuch für das Experiment anlegen könntest. Übertreib mal nicht. Keine Ahnung. So, ich muss wahrscheinlich da irgendwo hinten hin. Ja, da draußen ist er. Was gibt es Neues, meine Liebe? Was macht der Haushalt? Alles in Ordnung? Wohin gehst du? Was ist das für eine Frage?
Weißt du, wo ich einen Elfen finden kann, der Cedric heißt? Halt dich raus aus dieser Sache. Hä? Warum zielen die auf mich? Du bist so blass geworden, als wir Sheila begegnet sind. Ach was, du hast dich geirrt. Ich kenne dich zu gut. Sheila ist eine der mächtigsten Zauberinnen. Kein Grund, sich vor ihr zu fürchten. Ich weiß, dass man ihr nicht trauen kann. Sie manipuliert zu gern und ist sehr verschlagen. Was konkret lässt dich darauf schließen? Sie weiß genau, dass du dein Gedächtnis verloren hast. Und dann tut sie, als wüsste sie es nicht. Und warum? Keine Ahnung. Schwer zu sagen, was sie im Schilde führt. Mal sehen, ob ich es herausfinde. Was hast du vor? Ich gehe mit ihr auf die Jagd. Aber zuerst muss ich Cedric finden. Dann lass uns zu ihm gehen. Er ist auf der Wachtplattform. Ich wollte eigentlich hier. Bist du bereit? Wie ich schon sagte, ich bin vorsichtig. Der Eingang zu meinem Laboratorium ist ein Geheimnis. Und das soll er auch bleiben. Ich muss dir leider die Augen verbinden. Na toll. In Ordnung. Aber mach keinen Unsinn. Eine falsche Bewegung und du hast keine Hände mehr, mit denen du deine Geheimtür öffnen könntest. Ich bin nicht so verrückt, mich mit dir anzulegen. Halt dich an meiner Schulter fest.